Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam, nein, Portal in die Unendlichkeit, Mann. Das ist jetzt immer falsch, sage ich. Ich werde das nicht in meinen Schädel reinkriegen, wie es aussieht. Ein Reinsamen bekommen, okay. Du, findest es nicht so effektiv, nach Tara. Aber gut, ach komm. Ignorieren wir das Pokémon dort. Und gehen weiter nach oben, oder auch nicht? Danke. Endlich besiegt. Wow, hier ist nichts. Ich bin begeistert. Ja, im letzten Part haben wir echt gut was herausgefunden, ne? So, wie es aussieht, war... Hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier, der Cloedo? Cleode? Cloedo hieß er, ne? Cloedo, ich glaube schon. War wie es aussieht hier? Und... Ja. Hat uns eine Nachricht hinterlassen, beziehungsweise halt dem nächsten, der hier vorbeikommt. Und das waren halt wir. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wohin sich das alles noch entwickelt. Was jetzt der Grund dafür war, dass er nach... Nicht nach Tara. Dass er Viridium angelogen hat. Was den Grund seiner seines Verschwindens, ne, was den Grund seines Verschwindens angeht, sehr, sehr gespannt. Und wie weitreichend das hier alles halt noch ist. Ich meine, wir sind ja jetzt immer noch in der gleichen Höhle. Oh, ist hier oben ein... Ja, natürlich ist hier ein Raum. Aber nicht die Treppe, okay, immerhin. Ja, weil wir sind ja noch in dem Eisschloss. Und, ja, mal sehen, ob es am Ende in diesem Eisschloss... Oh. Nee, Mitte, okay. Tatsächlich noch irgendwie etwas Bestimmtes gibt. Volltrefferbond. Oh. Erhöht die Volltrefferquote, ne? Ja. Wäre eigentlich ganz schlau anzulegen, ne? Mach ich mal. Obwohl mir das Defense-Schal sehr gefällt eigentlich. Der Defense-Schal. Sehr gefällt eigentlich. So, jetzt haben wir noch 5 Sinelbeeren. Ja, das passt. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich das hier jetzt alles noch entwickelt. Wie viele Sachen wir aufsammeln, ey, what the fuck? Und... Wie storytechnisch jetzt noch so aussieht. Vor allem mit Cloedo, was es da auf sich hat. Da bin ich sehr gespannt. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen. So. Aber dafür müssten wir erstmal durch diesen Dungeon kommen. Zack, zack. Oh, ich liebe Doppelhieb, Leute. Ich liebe diese Attacke einfach. Sie ist so gut. So gut. Oh, lol. Au, au, au. Ja, Kratzfurie ist schon ätzend. Neue Attacke, lol. Das hätte ich jetzt nicht, aber Trugschlag. Besiegte freunden sich leichter mit dem an. Oh. Aber lohnt sich nicht. Hat 50 AP. What? What? Das ist hart. Das ist hart. 50 AP. Holy fuck moly. Galapaflossen möchte ins Team aufgenommen werden. Jo, klar, warum nicht? Mann, dass man nicht auswählen kann, ob man Spitznamen geben möchte oder nicht. Ist doch voll doof. Wir können keinen Spitznamen geben. Galapagos ist zum Paradies zurückgekehrt. Das ist sehr gut. Go nach Tara. Sehr schön. Oh, nach Tara Level Up. 26. 2 Level über Teddy und mir. Das ist... Ist okay. Ist okay, würde ich sagen, ja. Doch, doch. Geht eigentlich fit. Emolga hat halt jetzt einen sehr, sehr niedrigen Level eigentlich, ne? Im Gegensatz zu uns. Wie viel Level haben wir jetzt schon gemacht? 6? Level 18 sind wir reingekommen oder so?
Nee, weniger, oder? Ich weiß es nicht. Ist halt sehr, sehr schade, dass der Molga nicht mitgekommen ist. So sucht man sich schon den Molga aus als Teampartner. Und dann kommt er nicht mal mit. Mann. Schon blöd. Ist schon echt blöd. Aber naja. Was soll's? Können wir nichts machen. Gegen. Ist halt so, ne? Gehen wir mal einen Schritt höher noch. Schlitzer! Ein Fußstrahl, okay. Ein Fußstrahl ist halt echt praktisch, ne? Ist halt echt eine gute Attacke. Ich meine, dann lassen wir halt Nachtara im Team, ne? Nachtara halt unser Teampartner. Finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ich mag Nachtara. Nachtara ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Weil es ist einfach so ein schönes Pokémon. So ein tolles Pokémon. Das Design alleine, wie es aussieht, ist cool. Shiny Form. So. Dass es Unlicht ist. Ich liebe ja Unlicht und Geist-Pokémon und so. Ist halt. Oh, liebe ich. Liebe ich. Und. Ja. Bleibt halt nach Tara jetzt unser Teampartner. Ist ja jetzt nicht, ne? Ach, ich greife hier über die Ecke an, ne? Ich kann nicht über die Ecke angreifen. Nein, nach Tara. Oh. Aua! Ach, Tara. Was tust du mir da an? Mich einfach mit einer Finte. Kann doch nicht wahr sein. Hier lang. Ja. Ja. Bleibt nach Tara unser Teampartner. Nu? Hier ist es auf einmal so dunkel. Sind alle in Ordnung? Ja, alles bestens. Hier wird auch nichts, aber... Was? Was war das eben für ein Geräusch? Klingt, als würde jemand etwas über den Boden schleifen. Leute, passt auf. Das ist ja riesig. Was ist das? Das Geräusch vorhin waren also die Schritte dieses Pokémon? Wir sind hier umzingelt. Sie greifen an. Okay. Kümmere ich mich erstmal um das Pokémon hier. Wir haben ja... LOL. Der macht ja keinen Schaden. Okay, der ist besiegt. Nach Tara. Oh, ist nicht mehr so gut dabei. LOL, Dummiesel ist schon besiegt? What? Aber wie es aussieht, scheint es nicht so schlimm zu sein, wenn Dummiesel besiegt wird. So, also wahrscheinlich nur die drei, die wir im Team haben. Sprich, LOL. Teddy, Nachtara und ich. Puh, irgendwie konnten wir sie vertreiben. Ist das ein Windstoß? Wind? Wir sind... Wind sagst du? Wir sind hier in einer Eiskuppel. Wir befinden uns also im Inneren. Wie sollte da ein Wind wehen und woher? Kuppel hin oder her, der Raum ist riesig. Da kann sich die Luft schon mal bewegen, oder? Ich habe auch einen Luftzug gespürt. Es war aber ein schwacher Windhauch. Ich habe auch gespürt. Mir schien es, als würde er in diese Richtung wehen. Na dann vermute ich doch mal, dieser Weg führt zum Gipfel. Wenn wir diesem Weg weiter folgen, finden wir vielleicht etwas... gehen wir. Ja. Tun wir dies. Immer noch in der Eishöhle? Oder im Eisberg? Herr Dummiesel, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Entschuldigt bitte, dass ihr wegen mir warten musstet. Ist okay, Dummiesel. Puh, es ist noch weit. Seltsam. Wieso sind alle so außer Atem? Viridium. Leute. Wieso? Bekomme ich kaum Luft? Was ist nur mit mir los?
Ich habe keine Ahnung. Doki. Doki, dir geht es gut. Ja. Verstehe, das freut mich. Aber der Rest kann sich kaum rühren. Das darf noch nicht wahr sein. Dabei sind wir so weit gekommen. Aber es ist zu anstrengend. Es kann einfach nicht mehr... Leute! Was soll ich machen? Und dann wird es auf einmal noch ganz dunkel? Was? Wow! Ist der Riese, ich... Oh, das ist ein Feind? Please not... Oh, ausgerechnet jetzt, wo alle außer Gefecht sind. Na gut. Dann muss ich wohl alleine ran. Wo bin ich? Teddy. Leute. Hier haben wir doch vorhin schon gekämpft. Hat er etwa alle gerettet? Wer bist du? Mein Name ist Kuryurem. Ich bin der Herrscher dieses Eispalastes. Kuryurem? Kuryurem? Jenes Pokémon aus alter Zeit? Der Kuryurem? Ihr seid im Begriff, verbotene Wege zu beschreiten. Das kann ich nicht zulassen. Verboten? Der Ort ist von einer großen Macht erfüllt. So groß, dass selbst ich mich nicht nähern kann. Ich habe vorausgesehen, dass ihr kommt. Der Augenblick, in dem ihr diesen Ort betreten ihr habt, hätte eigentlich euer Schicksal besiegelt. Augenblick mal. Hast du gesagt, vorausgesehen? Soll das heißen, du wusstest, dass wir kommen, noch bevor wir es wussten? So ist es. Ich weiß um alle Dinge, die noch sein werden. Was in einem Landstrich passieren wird. Was überhaupt aus der Welt werden wird. All dies weiß ich bereits. Und hier im Eispalast, habe ich über die Zukunft gewacht. Das tue ich schon seit Anbeginn der Zeit. Dieses Pokémon, dieser Kuryurem, er kann die Zukunft voraussehen? Er kann sehen, was aus der Welt wird? Ich lasse nicht zu, dass ihr weitergeht. Euer Abenteuer endet hier. Kehrt um. Verstanden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir hier umkippen würden. Ich gebe mein Wort. Wir gehen nicht weiter. Aber verrat uns bitte eins. Wartet weiter vorne der Riesenkristall? Ja. Und es ist diese große Macht, die ihr Riesenkristall nennt. Die alles im Eispalast schweben lässt. Verstanden. Danke. Ich habe auch eine Frage. Ich vermute, dass ein Pokémon namens Keldeo... Keldeo hieß es. Keldeo hier war. Nein, er war nicht hier. Was? Er war nicht hier? Ihr seid die ersten und einzigen Pokémon, die jemals hier waren. Es ist genug. What? Ihr seid stark und tapfer. Daher habt ihr es bisher geschafft. Dafür will ich euch loben. Vor euch liegt eure Belohnung. Bedient euch, nehmt mit, so viel ihr könnt. Die Stimme macht Hustenreiz. Keldeo hat es also nicht bisher geschafft. Was hat das zu bedeuten? Irgendwas muss passiert sein zwischen hier und dem Ort, wo wir das Frisma fanden. Seht ihr das auch so? Ne, ich war mir so sicher, dass Keldeo hier war. Ich meine, er war stark genug, es alleine durch den Riesengletscher zu schaffen. Was könnte hier der ihn danach bloß aufgehalten haben? Das reicht jetzt. Viridium. Es ist natürlich schon sehr seltsam, dass Keldeo nicht nie hier gewesen sein soll. Aber durch wildes Spekulieren werden wir nicht erfahren, was mit ihm passiert ist. Und die Nachricht, die Keldeo hinterlassen hat, wir wissen nicht, warum sie sich nicht mit dem Brief deckt, den er mir geschickt hat. Viridium? Nein, Psyana, es ist nicht so, wie du denkst. Ich gebe nicht einfach auf, keine Sorge. Aber auf dem Weg hierher heute kam mir eine Erkenntnis. Keldeos Stimme aus dem Frisma. Sie gehörte eindeutig zu dem Keldeo, den ich gekannt habe.
Der Keldeor, der den Brief geschrieben hat, mag vielleicht grausam gewesen sein. Aber der Keldeor, der ins Prisma gesprochen hat, das war der gute alte Keldeo. Als mir diese Erkenntnis kam, verstand ich es endlich. Seit ich diesen Brief von Keldeo bekam, seit ich diese Worte gelesen habe, seitdem habe ich nicht mehr an Freundschaft geglaubt. Aber die erste Person, die diese Zweifel bei mir hervorgerufen hat, das war in Wirklichkeit gar nicht Keldeo oder sonst irgendjemand. Nur eine Person allein ist verantwortlich für die ganzen Zweifel in meinem Herzen. Ich selbst bin es. Ich selbst verzweifelte, nachdem ich diesen Brief gelesen hatte. Nach der Lektüre entschied ich mich dafür, einfach alle Hoffnungen aufzugeben. Ich alleine habe diese verbitterte Viridium geschaffen, die ihr kennengelernt habt. Es gibt noch viele Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Vielleicht finde ich ja irgendwann irgendwo noch die Wahrheit heraus. Ich habe mich entschieden. Ich möchte anderen wieder vertrauen. Versteht ihr das? Viridium. Ich war die ganze Zeit über so unfreundlich zu euch. Aber euch alle kennenzulernen und es gemeinsam bis hierher zu schaffen, das hat mich wieder daran erinnert, wie es ist, anderen Pokémon zu vertrauen. Das habe ich nur euch zu verdanken. Und ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür. Vielen herzlichen Dank. Ja, ist ja großartig, Viridium. Ja, wir freuen uns für dich. Für dich und für uns, dass du zu unserem Team gehörst. Also, für Viridiums Erkenntnis alleine hat sich diese Reise schon gelohnt. Genau. Wir haben es durch die Riesenkette geschafft und den Berg aus Eis von innen gesehen. Wir haben ein Schloss aus Eis gesehen. Dieser Ort hier, er heißt Eispalast, nicht wahr? Und ich habe die Bestätigung, dass es den Riesenkristall wirklich gibt. Es ist allerdings schon schade, ihn nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben. Für mich war die Prisma das Aufregendste an der Reise. Mein Prisma ist ab jetzt meine tollste Trophäe. Und der Beuger bekommt auch eins. Na klar. Das würde ihn bestimmt freuen. Gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch die Schatzbox zu öffnen und die Heimreise anzutreten. Ja. Wenn wir hier noch länger verweilen, wird Kyurem vielleicht böse. Doki, öffne du doch die Schatzbox, Doki. Na los. Okay. Doki hat die Schatzbox geöffnet. Wow. Darin befand sich ein Lebenssamen. Eisen. 5 Silberdorn. Schwarzer Schlüssel. Golddetektor. 5000 Bock, Alter. Wahnsinn, was für eine Ausbeute. Gut, lass uns jetzt nach Hause gehen. Ja. Leute, das war's. Unser Abenteuer auf dem Riesengletscher ist damit offiziell zu Ende. Wir nehmen jetzt die ganzen Schätze und all die schönen Erinnerungen mit nach Hause ins Pokémon-Paradies. Unser großes Abenteuer. Ein voller Erfolg! Hurra! Woo. Schön. Und so ging das Abenteuer auf dem Riesengletscher für Team Pokepack zu Ende. Doki und die anderen kehrten zum Pokémon-Paradies zurück. Dort erwarteten sie schon ganz Raststadt. Und all ihre Freunde im Paradies. Alle wollten... Oh, meine Stimme, Leute. Alle wollten die Geschichten vom Riesengletscher hören. Und so versammelten sich am Abend alle im Restaurant in Raststadt und lauschten den Abenteuergeschichten und staunten über die vielen Schätze. Sie feierten fröhlich bis zum nächsten Morgen. Ja, wir speichern. Denn das war's mit dieser Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!